There are so many, you see, different people with different mental disposition. We have to, whether we like it or not, we have to live together. So under that circumstances, the only option is, you see, live happily, respect each other, understand each other's differences. So similarly, I think the different cultural heritage with different people, different ethnic or different group of people, I think that's the basis. Lafayette trifft Peter Maffay auf Sonny Landreth, der als einer der interessantesten Slide-Gitarristen unserer Zeit gilt. Mitten in den Sümpfen von Louisiana liegt Lafayette, Cajun-Zentrum, Mittelpunkt des französisch gefärbten Amerikas. Aufgewachsen in Mississippi ist Landreth der Überzeugung, dass Louisiana eigentlich nicht mehr Amerika ist, weil sich hier die verschiedensten Kulturen zu einer ganz eigenen verschmolzen haben. When we first moved here, my first day at school, I was in culture shock. I came from like a very, very Anglo type of neighborhood and school system, and everything was very disciplined. And I hit the school ground, and I mean, it was like nothing I had ever experienced. I mean, just because, first of all, I couldn't even understand what some of the people were saying, you know. I think they're speaking English, but I'm not sure, you know. I woke up in Mississippi in 51. Migrated next door, became a native stepson. Grew up on the rhythm of Clifton and Cleveland and the red hot Louisiana band. Yes, there are McDonald's everywhere, but in between the arches, you have to find something really different and special. And that's what it's going to take. I feel really good about it. I feel privileged to be here and to have been raised here. And even though, you know, I can't speak French per se, you know, I still feel the music, and that's really important to me. Im Laufe seiner Karriere spielte Sonny Landreth mit vielen Musikgrößen zusammen. Unter anderem Mark Knopfler von Dire Straits oder Legende Alan Toussaint aus New Orleans. 1979 wurde er der erste weiße Musiker in Clifton Chenier's Band, dem King of Zydeco. Hier sieht man den jungen Landreth zusammen mit Michael Doucet und seiner Cajun-Band Beau Soleil. Vieles, was wir machen, ist nachempfunden. Ja, also Cajun richtig zu spielen, wird man wohl auch erst können, wenn man hier eine Zeit lang zumindest gelebt hat. Wahrscheinlich am ersten, wenn man hier groß geworden ist. Das heißt, wir haben das gehört und haben das sehr interessant gefunden und deswegen sind wir hier. Aber wir brauchen die Hilfe von jemandem, der das richtig kann. Das ist in diesem Fall Sonny und seine Freunde. Must be right. Everything must be perfect. Wenn wir mit unserer ersten Vorstellung daherkommen, sitzen wir immer ein bisschen in Lauerstellung und sagen, was kommt jetzt? Ein Plus oder ein Minus? Ja? Und da zum Beispiel macht uns Sonny das Leben hier leicht, weil er sagt, ja, das kann man so und so machen. Natürlich kann man das auch so machen, wie ihr das macht. Is it not? No, it's not there. It's actually just before. Is it before? Yeah. So that's the thing. We start on this. Hey, yo, got to go. Also ist ein bisschen eine Tastsituation, auch für ihn, weil er sagt sich, welche sind die Abilities, welche sind die Voraussetzungen, mit denen die Jungs antreten. Wenn der Punkt überwunden ist, dann
dann kann man sich eigentlich schon zurücklehnen und dann geht es um ganz andere Sachen. Dann geht es darum, dass man ein Lied sehr dicht spielt, dass man nicht wackelt im Tempo, dass es genügend Spannung hat und so weiter und so fort. Nicht? Das ist dann Handwerk. Nee, du hast mehr diese, weil, also ich denke, der Moment nicht unbedingt Funk ist, sondern der hat eine Rhythmik, die dieser Hund wird. Wenn zu der Handwerklichkeit auch Leidenschaft kommt oder pure Lust, dann ist es richtig. Guys in the band had a vision of this song, and we all got together on it and sort of took what I did and what they had in mind, and I came up with new ideas, and we really bounced it all off of each other, came up with an arrangement. The next thing you know, you're breathing new life into a tune. I would have never guessed anyone who wanted to do it, but you learn that, you hear about these things in show business, the most unlikely song sometimes. Et vous après écoutez la musique en français sur le rendez-vous de Cajun du station radio KVPI, la ville plate, la voix de le pays des Cajuns. À tous de vous qu'après écoutez. Hey, you got to go, stay show, y'all, stay show. Hey, I run inside, burn alive and let you lie. Hey, you got to go, stay show, y'all, stay show. Well, the original version is more like the old style Zydeco rhythm. It's all on the snare. And it's kind of wilder, I wanted that kind of reckless abandon, and things are going in the middle of the night, in the middle of the set, in a gig, and, you warmed up, the magic's happening, and, Clifton used to go into this groove like that, and it'd just take off. And this is much more of a, with the backbeat, it's more of a rock approach, which actually I really relate to. I got a good feeling, I think we've really made a bond here that I look forward to, we can do more projects together and just hang out together. I like to see everybody come back, just stay here for about a week, Yeah.
Et à toi.